Bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Süden Kolumbiens sind nach offiziellen Angaben hunderte Menschen ums Leben gekommen. Betroffen ist vor allem die Stadt Mocoa, teilte die Armee am Samstag mit. Hunderte weitere Personen würden noch vermisst. Hier die Stimmen von einigen der betroffenen Anwohner am Samstag in Mocoa. Niemand hat mir etwas gesagt. Niemand, niemand, niemand aus meinem Haus oder von meiner Familie. Ich bin in der Hand Gottes. Ich habe nichts. Nichts zu essen, keinen Ort zum Schlafen. Diese Kleider wurden mir geschenkt. Wir haben ein Baby verloren. Es ist weg, so wie der Rest. Es war ein sehr kleines Baby. Wir finden ihn nicht mehr. Alles verloren. Ich konnte noch die zwei Kinder aus dem Haus holen. Alles andere ist weg. Nur noch Steine und Schlamm. Auslöser der Katastrophe war heftiger Regen, der mehrere Flüsse über die Ufer treten ließ und eine Schlammlawine auslöste, die Häuser und Autos unter sich begrub. Mehrere Stadtviertel und zwei Brücken sind zerstört worden. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos versprach den Opfern Hilfe. Er rief für das gesamte Katastrophengebiet den Notstand aus.